Salve und herzlich willkommen zum vierten Part von Let's Play Robocraft mit mir, eurem Hefe Let's Play. Und ich würde sagen, weil ich heute mal gute Laune habe, Moment. Und definitiv zu viel Koffein in uns, werde ich mal ein wenig gegen andere, also hier Boss Battle spielen, weil ich habe jetzt inzwischen nicht nur ein, sondern zwei Vehikel, die Boss Battle fähig sind. Zuerst mein Supermodell, den unzerstörbaren, den einzigartigen, naja, einem Panzer nachempfundenen, irgendwas muss ich leider momentan noch sagen, es hat nie wirklich die Form. Und dann habe ich natürlich noch hier mein Projekt X, das ist jetzt noch nicht freigegeben, dann müssen wir auch mal so nennen. Projekt Ratte. Ja, werdet ihr irgendwann verstehen, warum das Ding Ratter heißt. So, mein Prototyp Mark 7D, ebenfalls einem Panzer nachempfundenen SMG-Tank, der eigentlich, naja, für kleinere Gefechte gebaut wurde, so Tier 3, soweit ich weiß. Und natürlich meinen Tiger, das absolut geile Teil. Müssen wir allerdings mal anders nennen. Tiger, Robo, ja, passt, das war jetzt... Ah, falsch. So, Load, jawohl. Ich hoffe, es sieht wenigstens ein bisschen aus wie ein Henschel-Tiger. Ich hab's versucht, es ging nicht komplett, aber ich hab's so gut wie möglich versucht. Die drei Kanonen einfach nur, damit es im Battle-Rating ausgeglichen ist. Normalerweise müsste ich so machen, dass ich eine Kanone komplett auf den Deckel tue und die in dem Turm befestige, damit es eigentlich realgetreu ist. Allerdings müsste dann das Rohr noch ein bisschen länger sein und bräuchte hier 10, außerdem habe ich dann nicht die Reichweite und dann müsste das halbe Ding aufgeschnitten sein und bah, müssen wir nicht haben. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, gehe ich mal in Challenge rein. Außerdem wäre das Ding dann nicht voll drehbar und das ist dann, uff, scheiße. Ah, wie ihr hört, das Ding ist leer. Zwei habe ich noch. Verurteilt mich nicht, aber ich bin koffeinsüchtig. So. Ich hoffe allerdings auch, dass die... Naja. Wartezeit jetzt nicht allzu lang ist. Weil sonst müsste ich hier definitiv ein wenig über die Stränge labern. Was natürlich immer ein bisschen sehr ungeil ist für mich, sage ich jetzt mal. Obwohl wir eigentlich 4740... You are entered, du bist eingetragen für das Herausforderungsturnier. Dein Team wird nur 4 Spieler haben und du wirst aus einem kompletten Team deine Gegner... Oh, komm schon. Average Waiting Time... What? Hallo? Challenge, hallo. Do it now. Ja, sehr gut. Oh, yes, jetzt geht's. Tiger-Robo. Oh, wir haben ein Flugzeug dabei, der Void Ray. Gegnerteam, kann ich jetzt nicht nachgucken. Also wenn dieser kleine Balken oben ist, so wie bei den Avalda Fly, dann heißt das, das Ding fliegt. Können wir ja auch gleich mal ausprobieren. Der Void Ray, der ist noch nicht mal gespawnt. Was ein Arsch. Ah, da ist er. Da? Seht ihr? McLorendo und er hat ein fliegendes Vehikel. Gut ist, wenn man sich damit schon ein bisschen auskennt, was denn jetzt was heißt. X müsste heißen SMGs. Ja. Und Dreieck müsste heißen eben Laser. Das heißt, wir haben einen Sniper im Gegnerteam allerdings. Ja, sehr gut. Good luck and have fun all. Mein Problem beim Tiger, der ist momentan die Ketten. Die sind Tier 4. Ich meine, die können das Ding zwar noch ziehen, aber das Ding ist merkbar langsam geworden durch das viele Gewicht, was vor allem vorne liegt. Wird wahrscheinlich in nächster Zeit noch viel schlimmer werden, weil das komplette Gewicht muss ich auch noch um den Tiger herumziehen. Das war dann nochmal eine Spur heftiger. Müssen wir mal gucken, wie wir es handeln, weil es wird dann doch ein bisschen penetrat. Ah, da ist ja von den Sachen hinter. Opfer. Trümps. Hm. And deswegen I love Snipers. Because they are so evil. Römsel, der zweite. Und ich würde sagen, das ist ein guter... Römsel! Nein, daneben. Scheiße. Rückzug. So, gleich in Deckung fahren. Von hier aus bin ich nur schwer zu treffen. Und wenn dann allenfalls ein paar... Jetzt mal Glückstreffer. Hier sehen wir noch einen, konnten wir allerdings nicht markieren, ist leider zu weit weg.
So, bevor ich jetzt unnötig den Flieger hier wieder Muni gebe, lasse ich das lieber, fahre lieber ein bisschen vorsichtig, gucke mich erstmal um, was kann ich kriegen, was kann ich definitiv nicht kriegen. Ich würde fast sagen, dass wir das müssen wir. Oh, das da vorne. Das können wir kriegen. Röms? Jawohl. Ich habe inzwischen schon ein recht gutes Auge dafür entwickelt, was man hier kriegen kann und was definitiv noch nicht. So, jetzt könnte ich den letzten auch noch verballern. Ich werde hier sowieso erstmal in die nächste Deckung rushen. So. Übrigens, der Tiger ist wirklich nicht nur in solchen Überlegenheitsgefechten sehr gut, sondern eigentlich auch in ganz normalen Gefechten, weil du eben erstens eine extreme Frontpanzerung hast. Habe ich natürlich versucht, dem Original stark nachzuempfinden. Gut, das ist. Oh, da oben habe ich ihn gesehen. Den habe ich gesehen. So blind bin ich nicht. So, ich hasse es eigentlich, mich alleine gegen irgendwas zu geben, aber ich sage mal so, ich weiß genau, wo der ist. Ich gehe kein Risiko ein, wenn ich den jetzt. Jawohl! Das war der letzte und ich habe den Doppelbonus, das heißt, es gibt auch noch mal ordentlich Geld von mir. So! Ey, das lief ja mal richtig knorke. 5 Kills, not bad, dude, not bad. So, Tech Tree, was kann man jetzt Level 7er noch rausholen? Wir haben hier natürlich noch Level 7er Electroplate. Brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich, aber erforscht ist erforscht. Und nicht erforscht, da ärgere ich mich wieder. Von daher, die Dinger sind viel zu groß eigentlich. Und vor allem verlieren sie auf Reichweite einen Schaden. Haben sie allerdings bei allen eingefügt, ne? Gut, Frontmount. Das ist eigentlich keine dumme Idee, das Ding einfach vorne an den Tiger zu bauen. Na gut, müssen wir halt mal gucken. So, mit dem werde ich jetzt nicht noch eine Runde fahren. Oder ich baue vielleicht den um. Ich will euch ja eigentlich auch mal das Vieh zeigen. Load Robo. Mal gucken, was ich jetzt mit dem so reißen kann. Eigentlich nicht viel, weil das Ding hält nicht viel aus. Ich werde jetzt einfach nochmal meinen Snipe-Tank rausholen. Das Ding ist eigentlich mehr ein Vorrücktank als Snipe-Tank. Aber ich werde euch mal zeigen, warum mir das Ding eigentlich auch ganz gut gefällt. Denn dieses Ding ist robust. Also, es ist nicht direkt da zum Stürmen auf den Gegner, aber es hält was aus. Also, du kannst wirklich eigentlich in der zweiten oder vielleicht auch in der ersten, wenn du ein recht gutes Team hast, kämpfen. Musst halt gucken, dass dein Arsch ein bisschen gedeckt ist mit dem Ding, weil war halt nicht meine Priorität, das Ding hinten zu verstärken, sondern meine Hauptpriorität war, das Ding vorne zu verstärken. Außerdem sind die SMGs auf eine recht breite, also die Plasma Launcher auf eine recht breite Fläche verteilt. Das heißt, die Chance ist gering, dass alle auf einmal kaputt gehen. Einziger Schwachpunkt, den ich jetzt sehen würde, wäre natürlich vorne bei den Gelben, also über den Lilanen. Wenn da direkt was reintrifft, ist der Pilot eigentlich so ziemlich ausgeschaltet. Von hinten ist das Ding zu lang, dass ein One-Hit irgendwie possibel wäre. Allerdings gefällt mir die Map gerade nicht. Ich würde dann eher auf Flanke gehen, wobei mir eine Flanke natürlich zu unsicher ist, weil sie da vorne in Albrecher Brücke campen. Ich schluck auf und husten, das ist ein bisschen zu viel. Was ist denn das für ein Ding? Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll, ob ich lachen soll. Ja, gut. So, oh, ja, das ist nämlich meine Befürchtung gewesen, dass wir jetzt schon wieder Sniper hängen. Das hieß, mein Rush kann ich mir jetzt schon mal in den Arsch stecken, weil das wird jetzt nichts mehr. Wenn das, sobald da eigentlich so da hinten ist irgendwas, ich werde jetzt einfach mal auf gut Glück hier irgendwas reinbölzen, vielleicht trifft irgendwas. Das Ding hat eigentlich eine recht hohe Streuung, das heißt, es ist nicht komplett unmöglich, dass da irgendwas trifft. Markieren hilft meinem Team, hilft mir. Alle kriegen Punkte, mache ich. Da hinten sehen wir einen, wird auch markiert. Markieren, sage ich mal so, kostet nichts. Deswegen immer schön raus mit die Markierung. So, hier können wir jetzt natürlich ein bisschen Feuerschutz geben. Killgeil werden will ich jetzt eigentlich nicht mit dem Ding. Deswegen allenfalls ein bisschen Supportfeuer. Hier sehen wir natürlich einen, der wird auch zeigenst uns nicht angreifen auf die Distanz, weil er so gut nicht snipen kann, ne? Dein Scheiß ist im G-Tank. Ah, hat Kreuze drauf. Bei dem anderen weiß ich nicht, was er darauf hat. Wird wahrscheinlich auch so ein SMG-Ding sein. Allerdings kann es recht gut rückballern. Macht mir mal bitte das Ding kaputt, weil sonst habe ich hier gleich. Ah, ich merke schon wieder, ich nehme hier zu Heavy Damage. Ja, zwei meiner
Türme sind jetzt schon ausgeschaltet. Ich würde jetzt einfach mal einen Medic beten, dass der mir hier jetzt mal ganz kurz das Ding wieder heile heile macht. Ja, mach mal bitte das Ding heile heile. Ja, du sollst dich nicht umdrehen. Du sollst eigentlich mir das Ding erstmal heile heile machen. Aber mach halt. Gut, aus der Stellung, dächtig, können wir irgendwie in Base? Natürlich nicht. So, momentan verreckt mein Team schneller als deren Team. Das ist natürlich jetzt eine ungünstige Ausgangsposition für uns. Aber da unten hockt ein Medic. Da unten muss ein Medic hocken, weil dieser Final Hunter, der wird gleich von mir oben noch eine Dose kriegen. Und dieser Volk Arg. Ah, okay. Die haben da natürlich erstmal. Okay, die hocken alle an unserer Base. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen nicht geplant gewesen. Warum haben die alle an unserer Base gehockt? Warum habt ihr die durchgelassen, ihr Noobs? Ah, schade. Ja, das war wie gesagt dieses, du kommst vorne eigentlich durch. Du darfst halt mit den Dingen ein bisschen passiv spielen, du kannst halt schöne Unterstützungsfeuer geben. Hältst eigentlich auch ein bisschen was aus, aber sobald du dann hier auf der Seite liegst oder eigentlich in einer ungünstigen Position dich befindest, musst halt wissen, wie du mit dem Ding stehen musst, weil sonst bist du tot. Ist leider so. Tut mir leid. So. Ich würde jetzt den Prototyp Mark 9 mal rausholen und euch zeigen. Bei dem habe ich natürlich den Vorteil eine hohe Agilität, weil das Ding sehr leicht gebaut ist. Und selbst in einem Lone Battle Tier hat das Ding so viele Reifen dran, dass das Ding einfach nur nach vorne gehen kann. Ich könnte natürlich das auch jetzt schwerer machen und dafür mehr SMGs dran schrauben. Allerdings bringt das sowieso nicht mehr viel bei der Feuerrate. Und andererseits ist mir dann die Agilität doch wichtig. Natürlich muss ich auch dazu sagen, leider geht auch auf Kosten der Agilität ein wenig die Schwere der Panzerung natürlich zurück. Allerdings, wenn ich das auf dem Battle Rating halten will, konnte ich eh nicht mehr Panzerung dran machen. Also, vorne hält das Ding genug aus, Seiten, naja, habe ich hier diese blauen Blöcke. Vorne müsste diese Kanzel auch in Ordnung sein. Von hinten darf echt nichts Größeres kommen, weil sonst ist das Ding sehr schnell, naja, im Eimer halt. Ja, wie gesagt, hohe Agilität, das ist halt der Vorteil. Kippt auch eigentlich recht langsam um. Das heißt, das Handling ist nicht allzu schwer. Das Gute ist, man kommt eigentlich auch über etwas größere Hügel wegen diesen angeschrägten Rädern. Und eigentlich auch sehr schnell durchs Gelände. Das ist hier halt der Vorteil bei dem Ding. Trotzdem würde ich nicht empfehlen, direkt drauf zu gehen, so wie ich das hier gerade mache. Ah ja, genau deswegen. Ja, das Ding ist einfach nicht robust genug für sowas. Da merkt er auch, da ist halt das Konstruktionsfehler, dass die SMGs direkt an der Front befestigt sind, was natürlich die Frontpanzerung nahezu überflüssig macht. So, ich werde allerdings jetzt trotzdem mal versuchen, das Ding hier rauszunehmen. Auch wenn ich hier unter Sniperfeuer genommen werde, ist es natürlich blöd immer. Ja, komm, geh kaputt, jawohl! So, jetzt heißt es aber nichts wie zurück, weil einem Sniper habe ich nichts entgegenzusetzen. Stattdessen werde ich hier mal gucken, dass mein Team ein bisschen Support kriegt, weil wir sind hier gerade ein bisschen am Verrecken. Das gefällt mir nicht. Die haben 3 verloren, wir haben 6 verloren. Oh Gott. Leute, was macht denn ihr? Ah, ich sehe es schon. Gut, alles klar. Gut, jawohl, das war meine Kampffähigkeit. Gut ist, Sprünge können überwunden werden, große Schäden können eingesteckt werden. Dem Ding macht das nicht so viel aus. Das ist halt. Das ist eine sehr gute Agilität. Eigentlich kann man mit dem Ding auch sehr gut zur Base vorrushen. Muss halt gucken, dass du ein bisschen Feuerschutz hast. Am besten von irgendwas Fliegendem, was es allerdings auf dem Tier nicht mehr gibt. Deswegen ist halt konstruktiv eigentlich eine absolute Katastrophe. Auch die Mitte, wenn du da dreimal von unten drauf schießt, dann kannst du theoretisch das Ding in der Mitte spalten. Hast du nur noch die Hälfte des Panzers übrig. Weiteres Manko bei dem Ding ist natürlich. Seiten, Heck, Front, also eigentlich kannst du von dem Ding nichts wirklich treffen, ohne dass es eigentlich recht schwerwiegende Folgen hat für das Ding. Das Gute ist, es kann selbst bei hohen Schäden noch fahren. Was das Ding ist, dass das natürlich wieder ein bisschen ausgleicht. Aber wie ihr seht, die nehmen halt jetzt unsere Base ein, weil sie zu fünft sind. Wenn unsere Teamkollegen das jetzt noch ein, zwei Schüsse auf die abgeben können, dann haben wir natürlich jetzt gewonnen. Wenn nicht, dann haben wir, wie ihr seht, verloren. Schade. War eigentlich eine gute Runde. Hätte eigentlich jetzt ein bisschen besser laufen können, klar, aber was soll man machen? Ich würde aber sagen, so schlecht war es jetzt gar nicht. Ich würde sagen, wir kriegen gleich nochmal einen Kampf, oder? Okay.
Geht das eigentlich, dass ich theoretisch wenigstens noch die zwei hier, das mal und das mal und das trotzdem Tier 2 bleibt? Ja, es geht. Gut, dann würde ich das nämlich jetzt mal so machen. So. Perfekt, dann müsste es eigentlich noch gleich ein bisschen mehr aushalten. Ja, 1, 2, 1, 2, perfekt. Oh, Battle. Battle online. Gleich nochmal in den Kampf. Ich will jetzt mal gucken, was der leichte Umbau bringt. Das war jetzt nicht mal wirklich ein Umbau, das war ja jetzt ein Umbeutchen. Es lohnt sich ja nicht mal, die Versionsnummer zu ändern. Es ist halt ab ausgebaut, dann MK9E, ABCDE, ja, MK9E. T-T-Monster, okay, hauptsächlich SMGs, ein Sniper, den Walkie-Talkie. Genauso im Gegnerteam, ein Sniper, den Cookie Master und ansonsten alles SMGs. Oh yeah. Müssen wir mal gucken. Der Tier 4er drauf? Nee, oder? Das Kind Tier 4? Nee. Hä, warum ist der komplett rosa? Hallo? Ich sage mal, fressen die Räder so viel? Okay. I didn't know that. Das ist nicht so cool. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du das Ding so heftig bauen kannst, wenn nicht unbedingt. Also Top-Tier SMG ist Top-Tier hier. Bauten, alter Vater, was hat denn das Ding drauf? Ich nehme irgendwie jetzt gerade an, die gehen über die rechte Flanke fast full. Hat er ihn? Hat er ihn? Jawohl, er hat ihn. Was bringt mir jetzt eigentlich wenig mit dem Pulk hier mitzumachen, deswegen würde ich jetzt einfach mal gucken, dass die sich hier drüben nicht verstecken und es dann vom Arsch aus angreifen. Quasi vom Reinigung von bereits besetzten Territorium. Ja, ist ein bisschen Arsch von mir, ich weiß, aber was soll's machen? So, ich glaube, die kriegen das Ding schon sehr gut alleine platt. Der hier ist auch schon, naja, größtenteils weg. Allerdings, was mir auffällt, die sterben da drüben ganz schön weg, weil ich wahrscheinlich hier im Pulk vorrücken, ne? Ich werde mal gucken, dass sie nicht zur Basis kommen. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen Arsch, weil dann verlieren wir. Dem Heavy Hell werde ich jetzt mal ein bisschen Feuerschutz aus der Ferne geben. Im Notfall muss ich dann halt auch nochmal. Was war das? Nicht gut, wir haben den Sniper da drüben, ne? Jawoll! Ihr Deppen, ey. Komm, ich hab keine Medics, Leute. Was soll's? Hier. Ah, jawoll. Nummer 1. Richtig auch noch. Jawoll. Ah, der hat die scheiß Shields rum. Oh. Ich leg mich mit dem Ding lieber nicht mal nicht so sehr frontal an. Das ist mir. Oh! Oh, hallo. Es ist mir immer ein bisschen blöd, wenn das Ding jetzt frontal kommt. Oh. Ah, wie gesagt, seht ihr, das Ding hält hohe Schäden aus, ohne wirklich an Leistung zu verlieren. Das ist eigentlich der Idealfall, wie ein Panzer sein sollte. Ist auch vielleicht von der Kettenform ein wenig einem Panzer adaptiert, aber passt schon. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen Panzermodell dieser Robo am ähnlichsten wirkt. Leute, ich würde sagen, das ist ganz gut gelaufen. Oh, wir haben schön eingenommen. Ich konnte leider bei der Base nicht mehr hier rescuten. Aber das soll uns jetzt mal also sehr kratzen. Wir haben gewonnen. Das ist alles, was zählt. Alles, was zählt. RTL. Oh, ey, dieser Rotz, ey. Man könnte es leider vergraben. Vergraben. Ich sag vergraben. Es gibt auch einen, der noch einen anderen Begriff dafür verwendet, aber vergraben, das trifft es schon ganz gut. Alle sollen von RTL bitte vergraben werden. So. Ich glaube, die Booster hier bringen nicht wirklich was, wa? Nee. So, ich würde aber jetzt gerne noch an meinem Tiger ein bisschen was rumarbeiten. Das soll ja hier mal irgendwie ein bisschen schwerer werden, das Ding. So, also Frontpanzerung. Naja, Cube Depot. Perfekt. Erstmal das weg. Und dann noch das weg. Ja, wir müssen mal halt gucken, dass wir hier noch ein paar von den gelben auftreiben.
Habe ich überhaupt eine angeschrägte? Ja, vier müsste ich davon noch. Aha, perfekt. Passt perfekt. Confirm. Dam, dam. Dam, dam. Dam, 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 dam. Perfekt. Ist echt ideal, wie das hier läuft, ey. Jetzt kann ich nämlich hier auch schon die neuen verbauen. Ich hätte am liebsten natürlich hier alles grundmäßig blau. Wäre momentan allerdings finanziell nicht zu handeln für mich. Leider. Falls es irgendjemand weiß, wie man Spenden gibt. Ja, dann bitte einfach, ja, behalte es für euch. Ansonsten. Nee, nur Spaß, echt, Leute. Selbst wenn ich Spenden gebe, ich würde es selber versuchen wollen. So, dann würde ich mal sagen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, dass es euch gefallen hat. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Euer Hefe Let's Play. Tschö, tschö.